vor kurzem Geburtstag. Wie fühlt sich die 50 an? Auch nicht anders wie die 40. Mit dem Unterschied, dass man konsequenter wird. Und konsequenter, das ist auch ein Grund des Umzugs. Und konsequent Tabula Rasa macht und sagt, was brauche ich und was brauche ich nicht. Und ich habe mir gesagt, ich habe nun lange genug auf dem Präsentierteller gelebt. Ich habe unglaublich viel gegeben, auch den Menschen viel von mir preisgegeben. Und nun muss ich etwas zu mir finden, zurück. Ich brauche einen Break, ich brauche Ruhe, ich brauche Zeit für Meditation, für mich, für meine Seele. Das heißt nicht, dass ich nicht weniger Arbeit habe. Ich habe jeden Tag auch in Kirchheim nun einen Besuch. Ich habe gestern, war jemand aus New York da, es war eine Dame wegen meiner Kunst aus Brüssel da. Es ist nicht weniger wie hier, aber trotzdem ist es, wenn man einen Garten hat, oft entspannender. Ja? Und es tut meiner Seele gut. Und ich denke, man muss auf seine Seele hören. Und mit 50, ja, ich möchte gern 120 werden. 100 werde ich bestimmt, bin ich sicher. Aber dann muss man auch entsprechend leben. Und wenn die Seele viele Jahre hinterhergehinkt hat, dann wird sie irgendwann sehr laut. Und wenn man dann nicht darauf achtet, dann ist gerade 50 so ein schwieriges Alter, wo ganz viele Menschen plötzlich Herzinfarkt bekommen und Sonstiges. Ich habe einige in meinem Bekanntenkreis, die dafür bezahlen mussten, dass sie nicht auf ihre Seele gehört haben. Und ich habe mir gesagt, nein, das machen wir nicht. Wenn die Seele jetzt an die Natur will, dann soll sie das auch haben.